Oh, du bist schon da? Tut mir leid, ich war schon wieder ganz vertieft in mein neues Mathematikbuch, das sich mit dem Rechnen mit Dezimalzahlen beschäftigt. Besonders spannend fand ich ja gerade das Kapitel der Multiplikation von Dezimalzahlen. Oh, sag bloß, du interessierst dich auch für dieses Thema. Na dann, lass es mich einmal kurz für dich zusammenfassen, damit wir nachher zusammen ein paar Beispiele rechnen können. Das Kapitel beginnt mit dem einfacheren Fall, bei dem nur ein Faktor als Dezimalzahl vorliegt und der zweite Faktor eine natürliche Zahl ist. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn vier Freundinnen sich einen Ball kaufen, damit sie endlich zusammen Basketball spielen können. Jede hat 6,45 € beigesteuert. Wenn wir uns jetzt ausrechnen wollen, wie viel Geld der Ball gekostet hat, dann müssen wir folglich die Rechnung 6,45 mal 4 lösen. Also, wie löst man diese Aufgabe? Naja, wir wissen ja schon, dass wir eine Multiplikation auch als wiederholte Addition darstellen können. Klar, wir können ja einfach die Geldbeträge zusammenzählen. Also 6,45 plus 6,45 plus 6,45 plus 6,45. Wenn wir die Beträge zusammenzählen, dann erhalten wir 25,80 €. Wir sehen jetzt auch etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass sich bei dieser Berechnung die Position des Kommas bzw. die Anzahl der Nachkommastellen nicht verändert. Doch, glaub mir, das ist wirklich wichtig. Denn das hilft uns, wenn wir nun die Berechnung als Multiplikation durchführen wollen. Bei 6,45 mal 4 wäre das also. 4 mal 5 ist 20. Wir schreiben also die 0 an und die 2 können wir als Übertrag anschreiben. Du fragst dich, warum wir das machen? Naja, bei Dezimalzahlen steht die erste Stelle nach dem Komma für Zehntel, die zweite für Hundertstel. Dabei kannst du nun 10 Hundertstel wieder zu einem Zehntel bündeln. So kannst du ja auch 10 1-Cent-Münzen gegen eine 10-Cent-Münze eintauschen. Hier kann dir auch die Stellenwerttafel helfen, daher werde ich sie auf diese Rechnung einblenden. Gut, weiter geht's. 4 mal 4 ist 16, plus 2 ist 18, also 8 und 1 wieder als Übertrag zur 1er Stelle, und 4 mal 6 ist 24, plus 1 ist 25. Da wir ja nun wissen, dass wir am Ende genauso viele Nachkommastellen haben wie zuvor, setzen wir das Komma wieder nach der zweiten Stelle von rechts. Mit diesem Wissen können wir nur noch etwas Unglaubliches entdecken, das ich bis jetzt nie für möglich hielt. Nämlich, dass eine Multiplikation nicht immer dazu führen muss, dass der erste Faktor vergrößert wird. Das klingt verrückt, oder? Aber immer, wenn wir einen Faktor mit einer Zahl kleiner als 1 multiplizieren, erhalten wir als Produkt eine kleinere Zahl. Nehmen wir beispielsweise an, die vier Freunde wollen sich nach dem Basketballspielen noch etwas zu trinken kaufen. Sie kaufen sich zusammen einen Liter Limonade für 2 €. Wie viel zahlt dann ein Mädchen für ein Viertel, also 0,25 Liter? Denkt man nach, so leuchtet es ein, dass das Ergebnis kleiner als 2 sein muss. Schließlich zahlt jede nur einen Teil der 2 €. Aber wie rechnen wir das aus? Wir wissen also, dass wir 2 mal 0,25 berechnen müssen. Wir können uns die Rechnung auch erleichtern, wenn wir das Vertauschungsgesetz anwenden und die Faktoren vertauschen, also 0,25 mal 2 rechnen. So wie vorher gehen wir auch jetzt vor. Also 2 mal 5 ist 10, also 0 und 1 Übertrag. 2 mal 2 ist 4, plus 1 ist 5 und 2 mal 0 ist 0. Da der Faktor 2 Nachkommastellen hatte, erhalten wir also 0,50. Jede zahlt also nur 50 Cent. Super, oder? Aber was ist denn jetzt, wenn der zweite Faktor keine natürliche Zahl, sondern auch eine Dezimalzahl ist? Das Gute ist, dass wir das Konzept von eben auch hier wieder anwenden können. Denn die Anzahl der Nachkommastellen des Produkts ergibt sich aus der Summe der Nachkommastellen der beiden Faktoren. Nehmen wir ein einfaches Zahlenbeispiel: 9,74 mal 2,3. Wir können vorerst das Komma wieder unbeachtet lassen und die Multiplikation durchführen, wie wir es von mehrstelligen natürlichen Zahlen gewohnt sind. Also beginnen wir. 2 mal 4 ist 8, 0 Übertrag. 2 mal 7 ist 14, also 4 und 1 Übertrag. Und 9 mal 2 ist 18, plus 1 ist 19. Wie wir es von der Multiplikation von natürlichen Zahlen gewohnt sind, hängen wir nun eine 0 hinter das Ergebnis und setzen die Multiplikation fort.
3 mal 4 ist 12, also 2 und 1 Übertrag. 7 mal 3 ist 21, plus 1 ist 22, also 2 und 2 Übertrag. Und 9 mal 3 ist 27, plus 2 ist 29. Nun addieren wir die Ergebnisse zusammen und erhalten 2, 0, 4, 2 und 2. Nun dürfen wir aber nicht vergessen, dass wir noch ein Komma setzen müssen. Unsere Faktoren hatten einmal 2 und einmal eine Nachkommastelle. Also setzen wir das Komma nach der dritten Stelle von rechts. So erhalten wir das Ergebnis 22,402. Super, das war die Grundlage des Kapitels. Falls ich dir noch ein Beispiel erklären soll, dann ruf als nächstes das Video Basic auf. Falls du bereit bist, selbst zu rechnen, dann ruf als nächstes das Video Mastery auf. Also, bis gleich!